Hey und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Unterschied im Stammbaum Challenge Folge 31. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, der letzte Part war noch etwas traurig, denn im letzten Part haben wir Raoul beerdigt. Enola hat es aber ziemlich gut weggesteckt. Trauerbewältigung macht ja jeder ein bisschen anders. Enola reitet da gerne alleine mit Starbright ein bisschen herum und sie hat sich eben auch selbst gut motivieren können, um weiterzumachen, denn sie hat den Fokus, die Farm trotzdem zu kaufen. Und das werden wir auch in diesem Part machen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auch gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist, Samstag, 4 Uhr morgens. Enola steht jetzt auf, denn heute haben wir einiges vor. Wir werden uns jetzt hier, wie immer, um die Farm kümmern. Ich glaube, hier ist aber noch gar nicht so viel los, ne? Na? Eben nicht, weil es einfach auch viel zu früh ist wahrscheinlich. Aber wir werden uns jetzt hier mal so ein bisschen um alles kümmern. Und danach möchte ich eben Waffeln verkaufen. Also, dass wir hier nochmal den Waffelstand aufmachen, weil wir brauchen noch ein bisschen Geld. Genau, das möchte ich auf jeden Fall erledigen. Deswegen werden wir uns jetzt auch das hier einpacken, dass wir dann losdüsen können und Waffeln verkaufen können. Sehr gut, wir probieren jetzt auch, dass wir das nochmal reparieren. Weil das hat ja im letzten Part nicht funktioniert. Level 7 der Geschicklichkeitsfähigkeit hat sie auch schon. Starbird ist auch aufgewacht. Sehr süß. Hi, Girl. Okidoki, dieses Mal hat es funktioniert, dann war es wohl letztens buggy. Oh mein Gott, du hast ein gebrochenes Herz. Warum denn das? Okidoki, Leute, wir haben gerade alles aus dem Garten verkauft und ich meine, es könnte sich vielleicht jetzt schon ausgehen, die Farm zu kaufen. Wir gucken jetzt einfach mal, wenn ich jetzt hier Haushalt umziehen lassen drücke, was es uns denn dann sagt wegen Preis und so. Also uns fehlen dann noch 3300 Simoleons. Okay, das werden wir hinbekommen. Dann würde ich sagen, düsen wir jetzt auch gleich los in die City und werden da wieder unsere Waffen verkaufen. Wir reisen einfach hier hin zu dieser Bar. Wir nehmen Starbright nicht mit. Nee, Starbright soll zu Hause bleiben, weil die ist sonst wieder so hibbelig die ganze Zeit, Leute. Hey, ich freue mich voll, dass wir auf die neue Farm ziehen können. Ich meine, es ist immer noch super traurig, weil ich mich auch echt gefreut hätte, wenn wir das gemeinsam mit Raoul machen hätten können. Aber es wird auch so toll und ich bin schon gespannt, was ihr sagt zu der Idee mit Patchy, aber ich bin mir jetzt schon fast sicher, dass ihr das auch cool finden würdet. Enola, dann geh mal hier rüber, ne? Guck mal, wir haben hier auch noch ein bisschen was im Inventar, das können wir auch noch verkaufen. Was haben wir hier? Ein Ei. Das behalten wir mal. Wo ist unser Waffelstand? Ah, hier. In Welt platzieren. Okay, dann let's go. Wir starten mal mit Safranwaffeln, weil wir brauchen heute die teuersten, weil wir brauchen ganz schnell ganz viel Geld, ne? Deswegen. Aber Enola macht das schon, da bin ich mir sicher. Also es nervt mich schon immer ein bisschen, dass sie immer weggehen, wenn sie hier arbeiten sollten eigentlich. Nein! Jetzt ist dieses Ding kaputt. So, Enola hat es fix repariert. Okay, dann machen wir noch Räucherfischwaffeln. Muss man nicht verstehen. Wie können wir das wieder verkaufen? Guck mal. Sehr gut. Du bleibst hier stehen, Enola. Dann machen wir noch Pilzwaffeln. Pilzwaffeln gehen auch immer gut. Guck mal, wie super glücklich sie ist. Sie ist jetzt auch aufs Flirten eingestellt. Ach Gott, es freut mich auf jeden Fall, dass es ihr schon jetzt auch gut geht, ne? Dass sie nicht total irgendwie deprimiert ist oder so. Hey Mary, ruf dann. Ich glaube, das mit Orange, Bailey, Moon und mir sollte einfach nicht sein. Okay, ja, das tut mir leid. Wirst auch einen Sternendeckel finden. Vielleicht verbringen die zwei jetzt auch dann wieder ein bisschen mehr Zeit miteinander. Weil, Mary jetzt auch wieder Single ist, weil ich glaube, sie ist nicht mehr mit Sian zusammen. Und Enola auch alleine ist, dass vielleicht Mary dann, mal öfter vorbeischaut, ne? So, Preis auf 300. Okay, letzte Fetze. Hallo, wir haben heiße Waffeln. Bitte kommt und kauft welche. Hallo, ist hier jemand? Ach, ich lieb's. Ich hab's drauf. Enola weiß, wozu sie fähig ist. Es ist so toll mit ihr. Girl, you got it einfach. Du bist einfach die Beste, wirklich. So motiviert sein, es ist einfach toll. Es kommt einfach auch keiner hier. Es ist ja Mittag. So, kauf was. Du kaufst bitte die teuersten hier. 128 Simoleons. Ach, Logan kommt auch wieder hier hin. Ach, Mensch. Ja, zum Thema Logan. Ob Logan jetzt vielleicht wieder mit Enola anbändeln sollte, habe ich auch mal schnell überlegt. Aber ich glaube, Enola wird sich da jetzt nicht mehr drauf einlassen. Könnt ihr mir aber auch gerne schreiben. Wäre nämlich auch noch eine schöne Geschichte, dass sich vielleicht Logan jetzt sehr um Enola kümmert, weil er weiß, dass sie eben gerade eine schwere Zeit durchmacht und sie deswegen zueinander finden. Aber ich glaube, ich finde das viel besser so mit Patchy. Hallo!
Geht's dir noch gut? Gehst du bitte? Oh mein Gott, aber wenigstens hat er uns gratis Waffeln gemacht, ne? Na, guck mal. So, Leute, was ist los? Kauft was. Hey, Mary! Ach Gott, sie ist auch immer so ein bisschen traurig. Wir müssen auch öfter mal was mit ihr wieder tun. Tyler ruft an, um zu plaudern. Willst du rangehen? Oh mein Gott, guck mal, Tyler ist zum Teenager geworden. Aber wir haben leider jetzt keine Zeit, Boy. Ach du meine Güte. Hey, wie süß. Super Geschwister. Okay, wir brauchen ganz dringend ein Umstyling, aber sweet. Ja, wir müssen uns auf die Arbeit konzentrieren. Bitte kauf es. Heute läuft es nämlich irgendwie nicht so gut. Irgendwie kommen die alle. Ich muss meine Energie für die verschwenden und dann gehen die wieder, ohne was zu kaufen. Habt ihr es gesehen? Okidoki, der erste Teil des Standes ist vorüber. Wir haben 704 Simoleons verdient. Wir werden den aber gleich nochmal starten. Ja, weil wir haben noch einiges hier zu verkaufen. Deswegen, let's go. Ihr könnt gleich hier bleiben. Stand bedienen, Enola. Es hört noch nicht auf. Wer ist denn er eigentlich? Rain Groove. Ah, okay, er ist von den Grooves. Aber er sieht doch auch richtig süß aus. Oh, er ist noch ein Teenager. Ah, ich weiß ja schon, wer er ist. Er ist der kleine Bruder von Derek, ne? Ich erinnere mich. Neues Persönlichkeitsmerkmal. Enola war in letzter Zeit ziemlich perfektionistisch veranlagt. Sie ist der Meinung, dass man alles richtig beherrscht und immer konzentriert bei der Sache sein sollte. Veränderung annehmen, Perfektionistin. Ja! Das ist doch süß. Und Level 10 der Charisma-Fähigkeit haben wir auch erreicht. Hey, toll. Oh Gott, sie kommt hierher zu unseren Waffeln und muss sich fast übergeben. Aber sie ist schwanger. Okidoki, der zweite Teil des Verkaufsstandes ist auch vorüber. Und wir haben 2488 Simoleons verdient. Ich glaube, wir lassen das jetzt für heute mal. Wir werden den Stand abräumen und dann nach Hause düsen. Enola war jetzt hier wieder den ganzen Tag und hat fleißig verkauft. Genau. So, letzte Fetze. Du warst richtig brav. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall auch mal nach Hause. Und etwas essen. Oder wir bestellen uns hier was. Nee, okay, sind lauter komische Leute. Wir düsen nach Hause und werden uns da was zu essen holen. Und ich glaube, wenn wir dann morgens nochmal den Garten ernten, also alles verkaufen, ich glaube, dann haben wir das Geld zusammen, dass wir dann auf die neue Farm ziehen können. Ich freue mich. So, Enola wird sich jetzt machen einen gedünstenden Fisch. Ja, mach es. Hört sich lecker an. Nee, du musst keine Reste essen. Du kannst dir heute mal ein richtiges, leckeres Essen zubereiten. Sie hat einfach nur gute Stimmungen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Selbsterkenntnis. Guck mal, aufgrund von gewissen Ereignissen im Leben hat Enola etwas Neues über sich erfahren. Ob es nun gute oder schlechte Erfahrungen waren, sie ist froh, etwas Neues über ihre Persönlichkeit gelernt zu haben. Ach, das ist so schön. Das ist so schön und es freut mich riesig, dass es alles so geklappt hat. Hä, was ist das denn jetzt? Als isst sie die Waffeln wieder. Ach Gott. Lass es dir schmecken. Hey, sieht super aus. So, den Rest packen wir in den Kühlschrank. Und danach geht's ins Bettchen, denn morgen kannst du dann endlich umziehen. Ach, sie möchte in den Urlaub fahren mit nach Granite Falls. Ach, das ist süß. Ich glaube, komm, wir pinnen das an. Und ich schreibe mir das gleich auf. Da fährt sie dann mit Mary hin. Aber vorher müssen wir den Umzug noch erledigen. Ja, das ist doch eine süße Idee. Nach Granite Falls. Ach, süß. Freue ich mich schon. Okay, so, dann ab ins Bettchen. Good night. Guten Morgen, Leute. Wir haben Winterbeginn. Das ist doch super. Ich habe mir eben gerade gedacht, weil ich mir das Haus so angeguckt habe, wäre es denn irgendwie möglich, dass wir uns dieses Haus behalten und das vermieten und auf die neue Farm ziehen? Wird das gehen? Also ich denke mal schon, dass es gehen würde, ne? Aber wie kann ich das machen? Wartet mal. Ich gucke jetzt mal. Okay, ich glaube, wenn wir das jetzt verkaufen, dann können wir uns das wieder kaufen als Miethaus, oder? Weil hier steht ein Mietwohnhaus kaufen. Da drücke ich jetzt mal drauf. Mal schauen, was dann kommt. Okay, ich glaube, ich kann hier rein theoretisch alle Häuser kaufen, die frei sind. Okay, sehr gut. Ja, ich glaube, das machen wir dann jetzt so. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier mal noch alles verkaufen. Komm, mach nochmal einen Mega-Verkauf, denn somit haben wir dann auch die Kohle beisammen, um auf die neue Farm zu ziehen. Hey, oh mein Gott, Kim ist da und sie ist einfach wieder schwanger. Leute, schwanger mit einem männlichen Baby. Ja, gratuliere, Mom. Hi, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, wir fragen sie trotzdem noch nach ihrem Tag. Okay, nee, sie ist busy. Sie muss wieder gehen. Oh mein Gott, Leute. Jetzt ist sie wieder schwanger. Aber passt ja auch. Sie ist ja auch noch nicht so alt, ne? So, wir werden den Stall jetzt noch säubern. Und dann haben wir alles auf dieser Farm erledigt. Dann werden wir unsere 7 Sachen packen und umziehen, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn wir spielen jetzt schon sehr, sehr lange. Ich meine, wir sind jetzt bei Folge 31, ne? Und seitdem spielen wir hier auf diesem Grundstück. Und deswegen, ja,
Es ist schon ein bisschen irgendwie auch sad, aber wir werden jetzt mal alles einpacken, was wir denn so an Pflanzen haben. Wir nehmen uns auch den Mülleimer mit. Das können wir uns auch mitnehmen. Okay, doki, Leute, ich glaube, ich habe alles eingepackt, was wir uns denn mitnehmen wollen. Das sieht richtig komisch aus, aber wir lassen das ja jetzt so, weil wir wollen uns dieses Haus ja wieder zurückkaufen. Oder wir sagen so, wir behalten es auf jeden Fall gleich. Und wir werden das dann vermieten. Wir werden das mal ausprobieren. Und hier habe ich auch alles eingepackt, was ich denn persönlich jetzt so gefunden habe. Den Rest lassen wir aber, denn ja, wenn wir das vermieten wollen, dann soll das auch ein bisschen eingerichtet sein. Deswegen würde ich sagen, lassen wir den Rest jetzt mal so. Und wir werden jetzt... Oh, da ist noch ein Hühnchen, das habe ich vergessen. Ach Gott, ist auch so grausam. Ah, Cookie müssen wir auch... Oh mein Gott, die müssen wir uns auch ins Inventar packen. Okay, so, dann haben wir alles. Und wir werden jetzt umziehen. Ich bin so aufgeregt, Leute. Oh Gott, wir verlassen unser schönes Haus. Aber wir ziehen auch wieder zu einem schönen Haus. Und das ist ja auch nicht weit weg, ne? Okidoki, wir können es uns leisten, oder? Möbel behalten, Möbel wollen wir verkaufen. Und das wollen wir möbliert. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Müll gebaut. Oh mein Gott, Leute. Hey. Es ist so cool. Jetzt schauen wir aber auch, dass wir noch so schnell wie möglich auf jeden Fall dieses Haus noch kaufen zum Vermieten. Ein Mietwohnhaus kaufen, mach mal. Wir wollen das. Sims können nur besitzerlose Geschäfte oder freie Wohngrundstücke kaufen. Aber das ist doch frei. Budget 0. Okay, wir haben wirklich 0 Simoleons, Leute. Das ist sich auf den Cent genau ausgegangen. Ehrlich jetzt? Nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich bin's vom Schnitt. Sorry für die schlechte Qualität des Bildes. Ich habe da jetzt kurz einen Screenshot gemacht. Da stehen einfach minus 8.192 Simoleons. Ich kenne mich überhaupt gar nicht mehr aus, Leute. Was ist jetzt los? Also, seit wann kann man denn einfach ein Haus kaufen und ans Minus gehen? Oder geht das überhaupt? Also ich wüsste nicht, dass das funktioniert, aber scheinbar ist es jetzt hier irgendwie so, obwohl wir ja noch geschaut haben. Also wir konnten uns ja die Farm leisten. Also I don't know, was da los ist. Falls ihr eine Idee habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ob wir das jetzt als Kredit ansehen sollten und das zurückzahlen sollten oder ja, keine Ahnung. Okay, weiter geht's mit dem Video. Oh mein Gott, okay. Also wir haben keine Kohle mehr. Das war dann nicht so schlau, dass ich das Schlafzimmer so gelassen habe. Aber hätten sie auch nichts gebracht, weil ja, wir haben Schlafsack. Guck, wir können mit Schlafsack schlafen. Das muss jetzt mal reichen für eine Weile. Okay, wir werden ein bisschen was verkaufen hier. Muss ja dann sein, den Dünger werden wir verkaufen. Ich glaube, das war es auch dann schon auch. Den Rest behalten wir. Und wir werden dann jetzt hier gleich auch mal unsere Pflanzen platzieren. Ist ja ganz klar, ne? Hey, genau, das haben wir noch zum Geburtstag bekommen. Das habe ich total vergessen. Hier, das weg damit. Eine Kommode, die ich aber tatsächlich auch ziemlich schön finden würde, wenn die, gibt es die auch in weiß? Naja, aber fürs Schlafzimmer vielleicht. Ich meine, besser als gar nichts. Könnten wir uns die schon herstellen? So. Ja, I think so. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay. Ja, hier haben wir noch einen Teller. Hä, warum habe ich jetzt so viel Geld? Okay, wir werden ein bisschen was verkaufen hier. Muss ja dann sein, denn Dünger werden wir verkaufen. Ich habe gar nichts gemacht. Hä? Mann, Leute, wie ist denn das jetzt passiert? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel wir jetzt so bekommen haben. Aber ich würde dann sagen, komm, ich weiß jetzt nicht, irgendwie ist da der Hund drinnen, oder? Irgendwas ist da komisch. Ich würde sagen, wir haben jetzt so 500 Simoleons, okay? Sehr gut. Ja, das war ja richtig komisch. Okidoki, Leute, ich bin fertig. Das war anstrengender als gedacht. Also das Grundstück ist einfach riesig. Wir haben so viel Platz jetzt. Ich habe jetzt aber auch alles so ein bisschen hier bunt gemischt hingepackt. Also ich habe das jetzt noch nicht sortiert. Das mache ich dann ein anderes Mal. Ja, aber hier haben wir auf jeden Fall jetzt unsere Pflanzen. Ich habe die Bäume wieder so ein bisschen über das Grundstück überverteilt. Hier können wir uns jetzt dann tatsächlich auch einen Kuh und einen Lama holen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Hier haben wir dann unser hier könnten wir zum Beispiel auch unsere Wäsche waschen. Hier habe ich auf jeden Fall unsere Outdoor-Badewanne hingestellt, weil ich finde das schon schön, wenn man auch hier draußen so ein bisschen baden gehen kann. Hier hat dann Starblood ihren Ball, hier sind die Hühner, hier ist auch schon Cookie. Ah, hier habe ich noch zwei Pflanzen, die habe ich vergessen.
Das sind noch Blumen. So, jetzt aber, genau, die ganzen Blumen habe ich wieder hier so um die Terrasse platziert, so wie es wir auch im letzten Haus hatten. Unser wunderschöner See. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt wirklich hier wohnen, Leute. Und ich habe auch hier das Schlafzimmer noch so ein bisschen. Ja, wir konnten uns auf jeden Fall noch ein Bettchen leisten. Hier ein Teppich, das habe ich hier rübergestellt, weil wir hier eben die Weinregale hingepackt haben. Haben wir hier noch was drinnen? Haben wir nicht, aber hier liegt doch eine Flasche. Ja komm, ich werde die jetzt verkaufen, wir brauchen das Geld. Es hilft alles nichts. Denn ich möchte mir ja das Haus kaufen, ne? Also das wird dann auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Ich hoffe, allen geht's gut, ne? Cookie, ist alles okay? Wir werden das hier auffüllen. Starbright, komm mal hier hin. Jetzt haben wir halt immer voll den weiten Weg, aber ich finde es richtig cool. Kann Starbright jetzt eigentlich auch hier trinken? Ja. Hey, es ist so cool. Ich soll jetzt hier mal mit den Fässern üben. Das konnten wir nämlich auch nie machen, weil unser Grundstück zu klein war. Und jetzt kann sie das machen. Mach mal, Girl, wie süß. Beweglichkeitsfähigkeit erworben. Hey, toll. Starbright, du machst das super. Feini. Ach, cool. Hey, das freut mich riesig, dass wir jetzt so viel Platz haben. Ja, toll. Also, Starbright dreht noch ihre Runden. Enola quatscht mit ihren Pflanzen. Ich möchte auf jeden Fall, dass du dich vielleicht hier noch hinsetzt und einfach ein bisschen schaukelst, weil es auch einfach süß ist. Und hier ist Patchy. Wir könnten auch einfach gleich mal mit ihm plaudern. Wir werden mit ihm über die Vögel reden. Ja. Hey, süß. Ach, Enola. Ach, ich liebe. Guck mal. Hier hat sie dann eben Blick aufs Haus. Wenn sie hier so schaukelt, dann kann sie sich das Haus anschauen. Ach, schön. Hey, wer kommt hier? Ah, Nachbarn. Mary natürlich auch. Ja, ihr könnt reinkommen. Kommt rein. Ich wohne zwar schon eine Weile hier, aber kommt rein. Vor allem müssen wir aber noch mit Patchy plaudern. Okidoki, so Leute, Enola genießt dann quasi noch ihren Besuch, der Roberto, ich glaube, das ist der Typ mit dem Nektar, oder? Der hat uns auf jeden Fall was zu essen mitbekommen, also die verbringen jetzt hier noch einen schönen Nachmittag und ich werde diese Folge jetzt beenden. Ich bin so, so froh, dass wir jetzt hier auf dieser Farm sind, ich finde das so toll und ich bin schon gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und im nächsten Part werden wir dann, ja, wie gesagt, mal schauen, was da bei Patchy so, wie das so funktioniert und so. Genau, ich wünsche euch dann auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!